Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Feuer86 mit einem neuen Unboxing-Video. Und was es heute geht, werden wir gleich sehen. Denn ich bekam ein Paket von meinem lieben Freund, dem Andi vom Megastore-Palast. Und wir schneiden da jetzt mal rein. Diese sind keine Freitag der 13. Mediabooks, leider. Sondern aber auch noch was anderes Schönes. Und ich hoffe mal, das was da drin ist, ist auch das was ich denke. Erstmal Gummibärchen. Juhu, danke schön. Und wir haben hier ein schönes Collectors Edition. Und zwar von. Wir haben hier von Star Wars das Erwachen der Macht. Die 3D-Version. Ja, hier mit neuen exklusiven Extras und die 3D-Version. Juhu! Und hier in dieser wunderschönen Collector Edition mit einem Lenny Collar vorne drauf. Sehr stark. Leider kein Steelbook davon, gibt es leider nicht. Sehr schade, aber trotzdem, diese Box sieht aber richtig cool aus. Ist ab 12 Jahren freigegeben und hat wirklich einiges an Extras. Eben ein 3-Disc-Set mit der 3D-Version. Juhu. Und ich musste mich schon extrem zusammenreißen, diesen Film schon lange anzugucken. Nein, ich will noch warten, bis die 3D-Version endlich hier raus ist. Und jetzt ist sie endlich hier. Ja. 3D-Version ist enthalten, eben der Hauptfilm und die Extras. Und der Film geht 135 Minuten. Als Extras gibt es ja wirklich Unmengen. Ich halte es einfach mal in die Kamera hier rein. Es ist wirklich unglaublich viel. Unglaublich viel. Könnt ihr mal auf Pause drücken und euch mal durchlesen. Und jetzt werden wir mal diese schöne Box öffnen. Jawohl. Wir haben den Anfang gemacht und gehen weiter. Die Aufkleber müssen aufpassen. Und wir haben hier in einem Schuber drin stecken. Und ja, es schaut auf jeden Fall schon mal sehr edel aus. Hier die Seite ist matt gehalten. Fühlt sich etwas samtig an. Hier oben Collector Edition und hier eben ein Lenny Collar Bild mit dem Lichtschwert, wo man denkt, das Lichtschwert etwas hervorsteht. Das schaut echt cool aus. Und natürlich noch Star Wars, das Erwachen der Macht 3D. Hier am Spine eben auch noch dasselbe Star Wars. Auch hier richtig cool. Das Mac-Motiv finde ich sehr, sehr langweilig. So gut wie gar nichts, außer Lucasfilm, wo draufsteht. Hätte mich auch sparen lassen können. Natürlich hier wäre ein richtig cooles Kinoplakat cool gewesen. Aber natürlich nein, ist natürlich nicht der Fall. So, wir schütteln mal raus. Und haben hier... Schuber, ist auf jeden Fall schon mal sehr stabil. Und dann haben wir hier noch eben das Disc-Set. Und da ist leider auch kein Buckel mehr dabei. Sehr schade, so schaut es aus. Hier im Hintergrund natürlich dann der Lichtsprung vom Millennium Falcon aus dem Cockpit. Sehr cool auf jeden Fall. Und wir haben hier dann die 3D-Version zu sehen. Die schaut so aus. Hier mit Kylo Ren und dem Lichtschwert, wo er gerade im Wald steht. Und dann hier nochmal Star Wars, das Erwachen der Macht. Diesmal hier aber mit komplett neuen Disc-Motiven drauf. Sehr cool. Und dann noch hier die Bonus-Disc. Die schaut so aus. Ja, und natürlich hier nochmal das komplette Innenmotiv. Auf jeden Fall sehr cool. Die Rückseite schaut so aus. Hier die flüchtende Rey und der Finn. Und eben dann die schöne epische Szene, wo eben gerade Han Solo und Chewbacca in den Millennium Falcon steigen. Und hier nochmal Kylo Ren, die Schlusskampfszene mit Rey. Ja, liebe Filmfreunde, das war's auch schon von diesem kleinen Unboxing-Video von Star Wars, das Erwachen der Macht. Von der Collector Edition in der 3D-Fassung. Richtig cool. Ich freue mich auf jeden Fall, diesen Film in 3D anzugucken. Definitiv. Und ja, wo ist es noch zu bestellen? Ja, beim Megastore Plast ist völlig klar. Schaut dann vorbei und holt es euch auf jeden Fall noch. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt, diese Disc einzulegen und wieder Star Wars zu gucken. Juhu! Ja, und in diesem Sinne, live long and prosper. Oh ne, falsch, scheiße, verkehrt. Egal. Tschüss!